Ja, liebe Zuschauer, ein neuer Tag, eine neue Folge, Hashtag 56 mit mir und dem lieben Mario Specht. Genau, das bin ich und wir waren wieder aktiv und haben geguckt, was ist los im Netz der Region oder weltweit, aber wir komprimieren es ja, was war los in der Region und was hast du so gefunden? Fang doch mal an, Lukas. Ja, natürlich wieder einige coole Sachen im Netz. Zum Beispiel habe ich in einer WhatsApp-Story bei einer Freundin gesehen. Die hat einer Freundin? Einer Freundin, also, ich dachte Mario schon, Specht. Okay. Und zwar gibt es jetzt den Strauch der guten Gedanken, da kann ich einfach jeder eine Postkarte wegnehmen, die er schön findet. Und wir schauen einfach mal rein, wie das aussieht. Der Strauch der guten Gedanken. In der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, gute und positive Gedanken zu haben. An mir hängen Karten mit Sprüchen und Gedanken. Wenn euch eine Karte gefällt, macht sie ab, behaltet sie für euch selbst oder verschickt sie. Denkt dabei vor allem auch an die, die derzeit zu Hause bleiben müssen und sich sicher sehr über Post freuen. Ob virtuell als Foto verschickt oder per Post, schickt ein Lächeln in die Welt. Macht euch und anderen eine kleine Freude. Bleibt gesund und optimistisch. Euer Strauch der guten Gedanken. Ey, das ist ja toll. Da kann ich ja auch meine Gedanken nicht ins Tagebuch schreiben, sondern schreib dir auf eine Postkarte und dann könntest es du morgen abpflücken, Lukas Otte. Richtig. Ich habe auch was Tolles entdeckt. Die Restaurants haben ja zu, aber das Fairhaus zum Beispiel in Koblenz hat sich was Tolles einfallen lassen. Die liefern jetzt nämlich und ein prominenter Mitbürger aus Koblenz hat da schon mal Essen bestellt und die Fotos haben wir jetzt hier auch für Sie eingeblendet. Da kriege ich jetzt auch Hunger. Ja, definitiv. Auf jeden Fall auch eine coole Sache vom Fairhaus. Schnell reagiert, Hotel zu. Aber mit der Fairhouse-Takeaway-Box gibt es dann trotzdem noch was zu essen nach Hause geliefert. Genau. Sehr cool. Was mir aufgefallen ist, bei Facebook habe ich das gesehen, jetzt wo die Kinos ja geschlossen haben, aber da gibt es sogar jetzt irgendwie nicht nur Pizza-Service und sowas, sondern Kinos machen jetzt auch Popcorn-Service. Hast du das gesehen? Genau, auf jeden Fall. Ja, das Kino Odeon Apollo, die haben jetzt aufgerufen und gefragt, wollt ihr, dass wir euch Popcorn nach Hause liefern? Natürlich auch dann mit kontaktloser Bezahlung und kontaktloser Lieferung. Und auch eine ganz coole Sache. Und die haben auch, dienstags haben die ja eigentlich immer diese Sneak Peek, wo quasi ein Film kommt. Ja. Und Leute vorher gar nicht wissen, welcher Film das ist. Da haben die auch jetzt am Dienstag eine Verlosung gestartet auf Facebook und haben da jetzt so ein kleines Emoji-Quiz quasi gemacht. Das kann man auch mal hier sehen. Ja. Und da konnten Leute dann erraten, welcher Film das denn ist. Und haben dann trotzdem ihre Verlosung, die sonst im Kino stattgefunden hätte, auf Facebook einfach gemacht. Auch wieder sehr kreativ und schnell geschaltet. Ich finde es ja total spannend, auch zu beobachten, jetzt gerade auch, was im Internet passiert, wie kreativ man doch durch die Krise wird und was für Ideen einfach entstehen. Man ist jetzt natürlich zu Hause, entweder machen wir Fernsehen oder man schaut sehr viel Fernsehen. Und wenn man jetzt so das normale Fernsehprogramm satt hat, sage ich jetzt mal salopp, gibt es natürlich die ganzen Dienste, wie zum Beispiel auch Netflix. Und da gibt es ja die Serie Walking Dead. Und das mal im Vergleich, wie es bei Walking Dead aussieht zu Corona, das haben wir jetzt ja auch mal eingeblendet. Das haben wir nämlich auch bei Facebook gefunden, dieses Foto. Wie ich es finde, man darf auch mal drüber schmunzeln. Ist was Wahres dran, definitiv, definitiv. Mario, auch heute haben wir wieder unsere Alltagshelden. Ja, wer ist es? Du hast es vorbereitet. Man muss auch mal sagen, ich applaudiere dir. Die Grafik machst du ja selber, nicht wahr? Die Grafik macht die liebe Vicky aus. Die Vicky, gut, ja, dann geht der Applaus an die Vicky. Jetzt applaudier auch mal mit ja, Lukas definitiv. Otte. So, ja, ich dachte, du machst es. Danken wir heute allen Sanitäterinnen und Sanitätern, die da draußen noch ihren Job so wundervoll machen, dass wir alle weiterhin gesund bleiben können und uns sicher fühlen können. Ja, danke wie heißt an euch. Es so schön, es geht ja auch durchs Netz. Wir sind für euch da, ihr bleibt für uns zu Hause. Nicht? Man sollte sich auf jeden Fall auch dran halten. Kultur hätte ich was. Die Freie Bühne Neuwied. Es waren ja momentan viele Theater aus der Region, die Videos quasi über Facebook, über YouTube, über Twitter nach Hause schicken. Und da war die Freie Bühne Neuwied natürlich auch aktiv. Und ich weiß nicht, ob Sie den Darsteller erkennen, aber wir schauen trotzdem mal rein. Bruder, da seh nicht wieder. Jetzt passt du mal acht. Jetzt hat Folgendes passiert. Ich bin ein bisschen glücklich, denn ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es bekommen. Hey, ist das Objekt der Begierde. Guckt, hey, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall Zähne putzen sollte man trotz Zeit zu Hause auf keinen Fall vergessen. Also liebe Kinder, wenn ihr das gesehen habt, nicht Zähne putzen, das hat einen Grund, wenn die Mama das sagt, dreimal am Tag. Nee, das war Hände waschen, zweimal am Tag, wie auch immer. Auf jeden Fall Mundhygiene ganz, ganz wichtig. So. Auf jeden Fall. Was ich auch gesehen habe, es gibt jetzt überall, es gibt gerade diese Aktion Kinder malen die Hoffnung, wo dann ganz viele Familien jetzt die gezeichneten Bilder meistens von irgendeinem Regenbogen und einem Haus an den Fenstern aufgehangen haben. Da schauen wir auch mal ein bisschen rein, da haben wir ein paar Sachen zugeschickt bekommen schon.
Und auf jeden Fall auch sehr cool, wenn das bei euch zu Hause auch irgendwie ist. Schickt uns das gerne zu an die eingeblendete E-Mail-Adresse lukas.otte@drf-tv.de. Richtig, das wäre nämlich schön. Ihr dürft euch natürlich auch beteiligen an unserer Sendung. Das heißt, dieses Format lebt ja auch nur von den Einspielungen, die wir im Netz finden oder die ihr uns zuschickt. Das dürfen zum Beispiel auch Grüße sein. Geburtstage fallen ja momentan eher etwas flach. Das heißt, wenn ihr der Oma, dem Bruder, die Mama, den Papa, den Tante, die Onkel und was weiß ich nicht alles grüßen wollt, schickt uns da einfach diese Grüße. Und ich würde sagen, wir strahlen es aus. Ja, definitiv. Was gibt's denn sonst noch so im Netz, Mario? Hast du noch was gefunden? Ich habe noch eine Sache gefunden von einer Apotheke aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, beziehungsweise eher aus dem Hunsrück. Und da ist ein Spruch, wir sehen das Foto jetzt hier auch eingeblendet, den finde ich recht witzig. Bring Corona nicht zur Oma, Lukas Otte. Und das ist ja auch witzig gemeint, aber auch ernst zu nehmen. Man kann es nicht oft genug sagen. Richtig, richtig. Du hast da noch was gesehen vom Tierheim? Ja, richtig, natürlich. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist ja deine Philosophie als Pfadfinder. Bei dem Tierheim Koblenz ist eine Katze zugelaufen und es hat sich bis heute noch niemand gemeldet. Das Kätzchen ist jetzt auch eingeblendet und vielleicht findet das Kätzchen ja auch so den Besitzer. Beziehungsweise der Besitzer findet so sein Kätzchen wieder. So rum heißt es. Ja, auf jeden Fall, das war's mit der heutigen Folge von Hashtag 56. Heute Abend, also am Freitagabend ab 20 Uhr, sind wir live auf Facebook. Also wenn Sie zuschauen möchten, dann schalten Sie gerne ein mit Mario und mir. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Und ich bin schon ein bisschen nervös. Bis später.